Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game und zwar Iron Sea Frontier Defenders. Worum geht's? Es ist ein Tower Defense, das sagt eigentlich schon was aus. Ihr müsst euer Schloss, eure Insel, was auch immer, gegen Schiffe verteidigen und auch gegen Flugzeuge oder gegen Angriffe. Wir sehen da so ein schönes Schlachtschiff. Es ist ein klassisches Tower Defense Game. Ich gehe mal rein in den Workshop. Man kann hier upgraden. Alles Mögliche, das kennen wir ja schon. Anker ist die Upgrade-Währung. Auch ganz lustig gemacht. Die Grafik ist ganz gut. Ich mag es. Es ist der Klassiker halt. Ihr kennt es ja mit diesen drei Buttons hier, ne? Wie viele Level haben wir? Schauen wir mal rein hier. 2, 4, 6, 7, 14, 16, 18, 20. 20 mal 2, also 40. Es gibt Easy, Normal, Hard. Hier dann das zweite, das ist jetzt noch nicht freigeschalten. Ich werde versuchen, das Spiel im Gesamten alles auf 3 Sterne zu lösen. Es ist ein sehr schweres Tower Defense, das kann ich euch gleich sagen. Wir werden das Ganze wie immer angehen, einmal durchspielen, sofern natürlich möglich, dass wir es schaffen, aber davon gehe ich aus. Durchspielen, egal, mit 1, 2, 3 Sterne mal die Levels. Ich werde die Folgen auch rausbringen, so dass die Überschrift immer lesbar ist, welcher Level, falls jemand ein Level interessiert, ein bestimmter. Und zum Schluss werden wir auf 3 Sterne aufrüsten. Wir brauchen nämlich die Upgrades hier, weil sonst geht nichts weiter. Ne? Und ich würde sagen, wir hauen uns rein in den Level 1 und fangen mal an, ja, weil ihr wollt ja was sehen und nicht Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und jo, fangen wir an. Ich lasse das Tutorial, weil es kommt, da. Das Ganze ist Englisch, aber ich meine, es ist Tower Defense, das sollte ja kein Problem sein. Ja? Und ich würde sagen, wir gehen es an. Die wollen, dass ich hier einen Tower hinsetze. Das mache ich. So. Zack, los geht's. Wir nehmen das hier, weil dann kriegen wir extra Kohle. Das wisst ihr ja, wie und warum. Wie gesagt, das ist ein schwieriges Tower Defense, das ist nichts easyes hier. Also da müsst ihr euch schon ein bisschen bemühen. Am Anfang geht's noch, aber ab dem Level 2 wird's dann schon hart. Und selbst am Anfang, also ich hab's nur ganz kurz probiert. Wir sind gleich welche durchgeraschelt, also 3 Sterne werden wir am Anfang eher selten haben. Vielleicht nur hier im ersten Level, aber dann wird's schwierig. Wir brauchen einfach Upgrades und dann geht's. Also ich denke, von der Grafik her ist es ganz in Ordnung. Rein, raus, zoomen ist nicht drin. Aber das muss ja auch nicht sein. Also das ist in Ordnung so. Da kann man sich nicht beschweren, denke ich mal. So, wir werden hier auch noch einen nehmen. So, dann sind wir schon in der Wave 2. Und ihr seht, ein bisschen durch sind sie. Ich überlege gerade, den könnte man aufleveln. Der schießt nämlich so schön darüber. So, sieht ganz positiv bis jetzt aus. Da sollte uns nichts nerven. Jo, 100. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Ich lasse das mal so schnell durchlaufen hier. Da kommen jetzt ein paar zusammen, aber das müsste auch gehen. Wir haben genug Tower. Der ist schön abgelevelt, hat höhere Sicht, ihr seht's. Also, es sollte laufen. So, Wave 3 von 4. Wir werden hier nur einen Tower hin. Beziehungsweise den hier mal ordentlich ableveln. Jo, also bis jetzt läuft es ganz gut. Jedes Tower Defense hat halt seine eigene Taktik. Das Spiel generell spiele ich blind. Ich habe nur die ersten 3 Level probiert, damit ich eine Ahnung vom Spiel habe, von der Mechanik, weil jedes Tower Defense ist ja anders. Es ist Let's Play geeignet. Ich Let's Play ja fast alle Tower Defense, aber ich lege auch Wert auf ein bisschen anständige Grafik und das wollte ich halt sehen, ob das so der Fall ist. So, jetzt kommt ein bisschen was auf uns zu. Wir müssen langsam hier upgraden. Nachher kriegen wir dann diese Extras hier wieder, wie immer, ne? Und ich brauche Upgrades, sonst haben wir ein Problem. So, bis jetzt geht's aber noch. Jawohl, haut hin. Nice one, nice one, nice one. Du kriegst auch ein Upgrade und so passt es. Wir haben den ersten Level geschafft, 13 Anker haben wir gekriegt, 3 Sterne, da kann man nicht meckern. Was werden wir nehmen? Wir nehmen,
Aus Erfahrung sage ich, das ist das Beste hier am Anfang, mehr Geld. Denn ihr braucht Geld. Es ist so hier bei dem Spiel, ich drücke mal Start inzwischen während den Labern. Ihr seht, es ist ein neuer Tower, ein neues Schiff. Jetzt warten wir ganz kurz. Mehr Geld ist immer gut. Bei dem Spiel ist es so, ihr werdet hier nicht alles vollpflastern mit Tower. Es ist nicht so wie bei Iron Hearts, war es zum Beispiel so, da ist alles voll und ihr habt Geld ohne Ende. Wird vielleicht mal nachher passieren in den Levels, aber hier mit Sicherheit nicht. Also, okay, die können wir upgraden. Ja, das will ich aber jetzt gar nicht. Der will das unbedingt, dass ich es mache. Das passt mir aber nicht. Gut, upgraden wir ihn, dann ist das Spiel glücklich. Test-Tutorial sagt mir upgraden, dann upgraden wir. Wir könnten hier nur einen Tower hin. Und dann werden wir noch hier einen Tower hin. Die halten nämlich schon ein bisschen mehr aus. Das ist ein bisschen eine ungute Sache. Das sieht jetzt harmlos aus. Wir haben 5 Waves, aber da kommt gleich die volle Attacke. Da bin ich mir sicher. So, und wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Immerhin sind diese Schiffe ein bisschen mehr wert. Wir können sie übrigens auch wieder markieren. Wollte ich euch mal zeigen. So, Number of Waves und früher starten. Das erklärt uns das Tutorial, aber das wissen wir natürlich. Da ist ein kleiner Sandsturm. So, sie kommen, sie kommen. Lass mal die mal ein bisschen durch. 112. Dann könnten wir den vielleicht ein bisschen upgraden oder gleich den. Der hat nämlich eine super Pose. Wir upgraden den dann. Der kriegt einen schönen Dreier-Upgrade dann. Der hat sich's verdient. So, da kommen viele auf einmal. Das ist nicht gut, aber der macht es seinen super Job hier. So, da würde ich auch noch gerne einen haben. Ah, fehlt noch ein bisschen Kohle, aber sehr wenig. Oh, jetzt kommen sie da unten. Jo, also bis jetzt können wir sie nicht beschweren, denke ich mal. Hier können wir auch noch einen Tower hin. Viele kleine, aber die werden zerfetzt. Von unseren Kanönchen. So, wir sind in der Wave 4. Haut super hin. Den da upgraden als nächstes. Jawohl. Kommt ein Haufen, aber es geht. Es geht, wir kommen klar. Wir kommen noch wunderbar klar. Alles wunderbar. 170 haben wir auch. Jawohl, nächste Wave. Gehen wir es gleich zackig an. Jetzt kommt ein Haufen auf einmal. Das weiß ich nicht, ob wir das aufhalten werden. Das wird ein bisschen schwierig. Ich drücke mal langsamer, aber das macht es gerade, glaube ich, auch nicht fett hier. Wir müssen einfach upgraden, upgraden, upgraden. So, dich upgraden. So, bis jetzt haut's hin, aber das überrascht mich. Da wäre uns fast durch, so eine kleine Ratte. Ich wollte gerade sagen, es überrascht mich schon fast. Die sind nämlich ziemlich stressig. Das war die letzte Wave. So, und wir müssten es jetzt haben, wenn ich nicht ganz doof bin. Jawohl, 3 Sterne. Nice one. 13 Anker. Schau mal, was geht. Ja, geht noch nix. Die zweiten Tower hier, das wären wahrscheinlich die, die wir eher upgraden, weil die verwenden wir am meisten. Ne? Also ich würde mal sagen, aus gegebenen Anlass, machen wir die vielleicht ein bisschen günstiger, dass ich nicht so viel zahlen muss. 4 Anker ist ja nicht viel. Investieren wir das gleich mal hier, mehr Range. Und mehr Power. Ja, das ist eine schöne Investition für den Anfang. Kostet nicht viel die erste Reihe. Danach wird es ja teurer. So, jetzt kriegen wir schon Raketen. Dazu kann... Oh, jetzt habe ich vergessen. Hier, dazu kann ich nur sagen, sie halten zwar viel aus. Ja. Aber, ja. So, wir machen hier nur einen Tower. Sie machen extrem viel Damage. Aber nur über sehr kurze Zeit. Also das muss man natürlich upgraden. Hey, 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 hier, hier, hier. Wow, 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 wow. So, Secret Weapon, bla 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 bla. Das lasse ich dann hier mal rüber. Oder runter eher. Ihr seht es, also es macht so halbwegs gut Damage, das haut hin. Hier möchte ich dann den nächsten hin. Jawohl. Und der schießt nicht darüber, den müssen wir upgraden. Nächste Wave. Schau mal, wo die lang fährt. Ja, sie fahren nach oben, okay. Okay, die fahren hier nach oben. Das ist dann natürlich jetzt nicht so gut. Jo, wir brauchen auf jeden Fall mehr Tower.
Der hier ist gut, der hat eine Range, den sollten wir upgraden. Ihr seht, er ist ein bisschen günstiger. Vorher hat das Upgrade 130 gekostet, jetzt 7 weniger. Das ist jetzt nicht der Burner, aber irgendwie müssen wir ja anfangen, dass die günstiger werden. Und der muss mehr Damage machen. Komm, komm, komm. Jawohl. So, wunderbar. Nächste Wave. Die kommen jetzt hier durch. Da kann der auch mitspielen. Hier werde ich nur einen Tower hin. So, mal ein bisschen langsamer. Wir müssen jetzt hier ein bisschen gegensteuern, weil da kommt mal ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. So, es geht halbwegs. Hier noch ein Tower. Da kommen sehr viele kleine. Ich möchte hier auch noch ein Tower. Oh, jetzt wird es aber schwierig, da kommt man zu viel durch. Oh, es geht noch, aber es wird schwierig. Aber es geht noch, es geht noch. Bis jetzt ist noch keiner durch, Wave 3 von 5. So, spannende Sache. Nächste Wave, ich möchte den jetzt upgraden. 161, vorher war das, was war es, 170 glaube ich, ne? Jo, 170 Leute. So, die fahren einen schönen Umweg hier. Das ist natürlich super. Da sind wir dabei. So, 161. Zack, 3er Upgrade. In die Fresse gibt's hier. So, der da oben ist natürlich lustig. Der hat aber auch eine schöne Range, wenn man den gut ausbaut. Kann es sein, dass der oben eine höhere Range hat? Nee, das kommt mir, glaube ich, nur so vor. So, nächste Wave, die 5er von der 5er. Die 5, ja, 5 von 5, stimmt schon. Bringt mich ganz durcheinander. Ich bringe mich schon selber durcheinander. Schönes Upgrade hier. Es läuft, die gehen da durch, wo eh viele Tower stehen. Das habe ich schon super gemacht. Ich lobe mich jetzt mal selbst. Ja, war schon gut, wie ich es gemacht habe. Ist schon in Ordnung, so. So, den upgraden wir auch nochmal. Aber wir haben eh schon gewonnen. 3 Sterne. Und 13 Anker. Es sieht jetzt ein bisschen leicht aus, weil ich gerade 3 Sterne mache, aber ich sag mal so, ich habe ein bisschen Tower Defense Erfahrung. Ich komme gut klar mit dem. Es läuft, ne? Es läuft. So, Level 4. Jetzt kriegen wir den Tower, der erzeugt Geld. Hm, ja. Und diese fetten Kriegsschiffe, die sind sehr gefährlich. Das kann ich euch sagen. Die dürft ihr nicht unterschätzen. Ich baue hier einen Tower. Werde den upgraden und baue hier noch weitere Tower. So, wir müssen die markieren. Oh, wieso bist du auf den nicht losgegangen? So, wir müssen hier mal ein bisschen... Die müssen immer markiert werden, weil der geht gerne mal auf die hinteren da. Das ist richtig ekelhaft. So, lasst mich noch einen Tower bauen, bitte. Dankeschön. So. Alle kriegen wir sowieso nicht, das habe ich schon mitgekriegt. Wir müssen da auf die Kleinen hauptsächlich. Haben wir den doch noch gekriegt? Nicht schlecht. Schwierig, schwierig. So, ein paar sind uns schon durch. Also ihr seht, Easy Beasy ist etwas anderes. So, jetzt werden wir den upgraden. Hat eine Chance, sage ich, eine Range, eine ordentliche und ordentlich Wumms drauf. Also, die ersten kommen uns schon durch. 4 sind durch. Wir brauchen einfach Upgrades. Das heißt, nachher dann, wenn wir alles durch haben, werden wir den 3-Sterne-Versuch angehen. Wie immer. So, dann werden wir den hier upgraden ordentlich. Hier noch ein paar Tower hin. Hier auch noch einen dann. Hier auf jeden Fall noch einen. Der ist ganz wichtig. Ihr seht, da kommt viel, aber es geht so. Den müssen wir upgraden, der hat eine gute Posi. Fast alle kommen da an dem hoffentlich nicht vorbei. So, ich warte auf Kohle und wir haben sie, jawohl. Die wollten nur eine schöne Runde ziehen, finde ich toll. Wave 3 von 5. Die Kleinen sind auch ein bisschen lästig. Könnten hier auch noch ein Tower hin und hier auch noch ein Tower. Und wir müssen den jetzt hier upgraden. Hier kommt man zu viel. Jetzt kommen die Dicken auch schon von da. Das ist ziemlich ungut. Und wir haben genug. Jawohl. So, das war Wave 4 von 5. Jetzt die letzte. Wave 5 von 5. Können wir den jetzt upgraden?
Ja, da dürfte uns nichts mehr reinkommen. Vier sind durch, leider. Es geht leider nicht ganz ohne. Ein paar kommen durch, aber sonst geht es eigentlich. So, hier lassen wir mal da was runter. Ein bisschen mithelfen da bei den Fettsäcken. Den dicken. So, du kriegst noch ein Upgrade, ein sauberes. Jawolle, so haut das hin, Leute. So lobe ich mir das. Und noch ein Upgrade, was immer nötig. Oh, da gibt es noch eine Wave. 5 von 5. Waren wir erst bei der 4er Wave? Haben wir gar nicht so wirklich gesehen. Jetzt kommen hier die ganzen Dicken. Das ist natürlich jetzt nicht so der Burner. Ich werde versuchen, den hier gleich mal abzugraden. Jawohl. So, das haben wir auch gleich ready. Das ist sehr wichtig. Ich schalte mal ein bisschen langsamer, weil das wird jetzt kritisch sonst. Wir werden hier was runterlassen und wieder auf schnell. Jawohl, haut hin. Upgrade. So schaut's aus hier. Hier Säcke. Nun nochmal Upgrade. Und gewonnen. 2 Sterne, 8 Anker. Geht, geht, sag ich mal. Wir werden es dann eh auf 3 Sterne probieren am Schluss, aber wie gesagt, im Moment ist das Ziel durchspielen und danach alles auf 3 Sterne, wie ihr es gewohnt seid von mir. Wir nehmen das, noch mehr Geld und so weiter. Und wir sind beim Level 5. So, jetzt haben wir Massendamage. Müssen wir schauen, wo wir die hinbauen. Massendamage ist doch sehr wichtig. Ich würde den hier hin, aber das sind sehr, sehr teure Tower. Die will ich nicht unbedingt am Anfang nehmen. So, gehen wir hier mal 2 hin, dass die da gestoppt werden. Und dann sparen wir auf den Massendamage Tower. Und das müsste sich ausgehen hier, dass die nicht durchgehen. Jetzt kommen die Dicken. Ja, da müssen wir noch was. Hier möchte ich noch einen Massendamage Tower. Und hier werden wir dann nur einen normalen hin. So, die Dicken, das ist jetzt aber nicht gut. Da werden wir ein bisschen was nachhelfen müssen. Sonst geht das natürlich gar nicht. Das wird jetzt extrem schwierig. Oh, es geht sich aus, es geht sich aus. Ich möchte den jetzt haben. Komm. Jawohl, wir haben ihn. Nice one. Wave 2 von 6. Ich dachte 5. Also ihr seht, da geht was weiter. Dicken halten auch sehr viel aus. Ich kann den, wie gesagt, markieren. Was weitergeht. So, Flächendamage ist natürlich super. Da warten wir jetzt auf den 2. Und dann schauen wir weiter. Scheiße. Ah, hoffe ich doch, dass die nicht durchgehen. Das wäre scheiße. Wir haben einen 2. Massendamage. Das haut natürlich super hin. So. Und dann werden wir hier aufrüsten. Das ist auch gleich ready. Das brauche ich auch, weil hier kommt ein bisschen was durch. Aber die kommen nicht weit. Passt. Haut super hin. Massendamage for the win. Yeah. So, hier oben kommen sie. Dann gehen wir hier nur einen Tower hin. Dass die ordentlich begrüßt werden vom Tower. Bisschen Damage schadet nicht. Dass die gar nicht auf die Idee kommen, da durch. Wir werden den dann mal upgraden. Das wird ein bisschen was kosten. Das ist nicht billig. Aber dafür haben sie mehr Range und so weiter. Den müssen wir mal auf 3, weil alles, was hier durchkommt, muss ordentlich angeschossen werden. Sonst kommen die nämlich ganz durch. Das ist schlecht. Seht schon, hier hinten wird es gefährlich. Den upgraden wir gleich mal. Wunderbar. So, jetzt 161. Das sollten wir auch bald haben. Super geschafft. Wave 4 von 6. So, jetzt kommen sie von der Seite. Das gefällt mir gar nicht. Das ist nämlich ein bisschen nahe, aber sie gehen wenigstens nur so eine Runde. Das heißt, sie gehen nicht direkt darunter. Das ist gut. Das ist gut. So. 240, teures Upgrade, aber das nehmen wir. Dann ist er voll abgegradet und macht Sau-Damage. Das werden wir mit dem natürlich auch gleich machen. 175 kostet das nächste Upgrade. Und wir haben Wave 5 von 6 ist jetzt dran. So, ich werde mal hier ein bisschen mithelfen lassen, dass die etwas entlastet werden. Haben wir ja gleich wieder ready in 70 Sekunden. Die Abnehmzeit kaufen wir uns dann noch. Die ein bisschen runter geht.
So, ihr seht, da kommt jetzt ein bisschen was auf uns zu. Das ist ekelig. Schwierig, schwierig, schwierig. Upgrade. Die müssen auch abgegradet werden. Es wird jetzt eine heiße Sache hier hinten. Boah, was kommt denn da noch alles? Wollt ihr mich rollen? Ach du Scheiße. Das wird jetzt Hardcore hier. Ja, das kann ja nicht mehr alles aufhalten hier. Okay, einer ist uns durch. Wir können nicht alles aufhalten. Wir nehmen hier mal die billige Kanone und werden die schön upgraden. So, Wave 5 von 6. 6 von 6, Entschuldigung. 2 sind uns leider durch. Kann man nichts machen. Wir werden den verkaufen, dann habe ich Kohle, um den abzugraden. Dann wird der gleich nochmal abgegradet. Das ist schon hardcore, was da alles gekommen ist vorher. So, jetzt lassen wir hier ein bisschen was runter. Jawohl. Du brauchst ein Upgrade, habe ich gehört. Und du auch. So, sollte nichts mehr durchkommen jetzt. Das müsste hinhauen. Wir haben gute Tower hier. Kann hier sogar noch ein Flächendamage hinhauen. So, wunderbar, wir haben es geschafft. 2 sind leider durch, aber okay. 2 Sterne, 8 Anker, damit kann man leben. Wir haben 13, wie viel brauche ich? 30, gut, das nehmen wir gleich als nächstes. So Leute, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, das Spiel hat euch Spaß gemacht. Das ist wirklich ein cooles Gamechen. Und bleibt dabei bei weiteren Folgen von Iron Sea Frontier Defenders. Bis dann, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zukandi Let's Play. Tschüss.